Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir diese Nachricht, die für dich ist, diese Herzensbotschaften, diese Nachrichten, die wirklich aus tiefstem Herzen von Gott, vom Universum, von deinem Inneren herkommen, wirklich mit dir teilen. Diese Nachrichten, die ich immer als sehr wichtig und sehr wertvoll erachte, ja, teile ich mit dir, weil ich immer mehr Resonanzen bekomme von euch, ja, wo man mir sagt, Alaina, es trifft wirklich zu. Alaina, ich bin so dankbar, dass es dich gibt, ja. Es gibt auch Kritiker, ja, auch herzlichen Dank an diese Kritiker. Okay, also wir wachsen immer gemeinsam, wir sind immer füreinander da, wir sind immer für alles offen. Leute, lernt auch wirklich Kritik anzunehmen. Also ich bin eine Person aufgrund meiner Gabe, aufgrund meiner Herkunft, aufgrund dessen, dass ich dazu stehe, Zigeuner zu sein, aufgrund dessen, dass ich dazu stehe, Ausländer zu sein und immer den Punkt raushaue, der auch verletzend sein kann, ja, aber der die Wahrheit ist. Okay? Aufgrund dessen kriege ich immer viele Kritiken, die nehme ich aber an. Ich mache sie nicht zu meinen, weil ungerechte Kritik schweife ich direkt ab. Ja, aber Sachen, die wirklich effektiv sind, ja, wie zum Beispiel Kameraeinstellungen, dass ich zu schnell rede, solche Kritiken nehme ich mir gerne an. Okay, und darum geht es sich hier. Es geht sich darum, dass du auch lernst, Kritik anzunehmen. Dass du auch lernst, was es heißt, mal auf den Putz zu hauen. Dass du auch lernst, was es heißt, dich zu verteidigen. Dass du auch lernst, was es heißt, frohen Mutes nach vorne zu schreiten. Okay, also wir wollen mal schauen, was ist die Nachricht für dich heute? Was ist die Botschaft? Die Tagesbotschaft nicht. Ich mag diesen Wort Tagesbotschaft nicht. Das ist keine generelle Tagesbotschaft. Das ist einfach eine Nachricht, die für dich ist, die vom Herzen kommt. Eine Nachricht, die du endlich begreifen solltest. Eine Nachricht, die einfach dazu schreit, an diesem Tage, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen einfach Gehör zu finden und bei dir zu fruchten. Okay? Was ist die Nachricht? Die Nachricht ist darin, es gibt einige von euch, die unter euch sind, die nicht gläubig sind, die den Glauben verloren haben, die unter familiären Problemen leiden, die Scheidungen haben, die gesundheitliche Probleme haben, die wirklich aus der Fassung geraten worden sind, durch Intrigen, durch Lügen, durch Fremdgehen, durch Dreiecksbeziehungen, durch Fehlgeburten, durch finanzielle Verluste, durch Kündigung. Leute, es gibt einen großen Kreis von Situationen. Pass es auf deine Situation an und pass es auf dein Geschlecht an. Okay? Hier geht es darum, dass du wirklich daran glauben sollst, dass Gott existiert. Auf deine Religion glaube, pass es an. Okay, also wenn du jetzt Muslime bist und an Allah glaubst, ja, hier sind alle Menschen herzlich willkommen. Aus allen Ländern. Ich heiße euch alle herzlich willkommen und Dankeschön von weltweit, wo ihr mir herschreibt. Sogar Iran. Also ich war total happy, dass ich jetzt eine Nachricht von Iran bekommen habe, aus der Türkei, ja, aus sowieso Brasilien, Mexiko, sowieso Europa, Österreich, Schweiz, ja, ganz, ganz lieben Dank, England, also ich kann die Länder gar nicht alle aufzählen, Dominikanische Republik, also das ist unglaublich, woher ihr mir alles schreibt, mega, mega Dank, ja, also von tiefstem Herzen danke ich euch und ich bin echt total begeistert, wie toll ihr meinen Kanal aufgenommen habt und wie wichtig euch wirklich meine Aussagen sind, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Nichtsdestotrotz passt es Geschlecht, Situation und Glauben an. Okay? Die Menschen, die ihren Glauben verloren haben, die hilflos sind, die verzweifelt sind, die arg depressiv sind, ja, die arg an Medikamenten hängen, die in Suchtmittel geraten sind, die in toxischen Beziehungen sind, die in narzisstischen Beziehungen sind, meine Güte. Ja? Glaubt daran, dass nichts ein Leben lang hält. Vertraut darauf, dass ihr mit eurer Kapazität, mit eurer Willensstärke, mit der letzten Kraft, die euch noch bleibt, ja, euch immer an Gott wenden könnt. An die Engel wenden könnt, an euch drinne. Hier drinne ist euer Zuhause, Leute. Hier drinne ist eure Quelle Gottes. Hier ist eure Göttlichkeit. Ja, pass auf deine Religion an. Hier drinne ist deine ganze Kraft, deine Güte, deine Warmherzigkeit, deine Stabilität, deine Sicherheit. Du alleine kannst jeden Tag aufs Neue die Quelle Gottes anzapfen in dir, umleuchten. Lasse die Energie fließen, aber bleibe in der Ruhe. Bleibe in der Gelassenheit. Ja, ich gebe dir jetzt schon mal eine positive Affirmation mit, beziehungsweise zwei. Die positive Affirmation heute lautet, ich bin ganz ruhig und gelassen. Ich öffne mich dem Neuen. Ich bin dankbar für alles, was ich im Leben erreicht habe und ich bin dankbar für das, was ich noch erreichen werde. Ich bin ganz ruhig und gelassen und ich öffne mich dem Neuen. Ich befreie mich von allen toxischen, negativen Schnüren, Gedanken und Energien, die mich in meinem Inneren gefangen halten, um mich zu erlösen. Ich befreie mich. Ja? Ich bin stark und stehe unter dem Schutz von Erzengel Michael. Ganz wichtig, Leute, ja, bleibe gelassen. Gelassenheit bringt innere Frieden. Ja, innerer Frieden ist Ausgleich. Wenn du gelassen bist, bist du ganz du selber. Wenn du in der Ruhe bleibst, wirst du bessere Ideen erkennen, ja, du wirst bessere Entscheidungen treffen können. Wenn du ruhig bleibst, wenn du besser schlafen kannst, wenn du gesünder essen würdest, ja, wenn du diese Energien rausholst aus dir, wirst du mehr in deine Mitte kehren. Es ist wichtig, dass du nichts aus der Angst heraus machst. Ja, dass du immer du selbst bist.
dass du dich nicht beeinflussen lässt. Lass dich nicht ärgern, lass dich nicht aus der Fassung bringen, lass dich nicht verzweifeln, weder von externen Problemen, noch von externen Menschen, ja noch von dir selber, was du intern mit dir hast, Glaubensmuster, Denkmuster, was auch immer deine Ängste und Blockaden sind, lasse es nicht zu. Angst ist der Part in uns, unsere Schattenseiten, ja, die uns daran hindern wollen, glücklich zu werden, fortzuschreiten, nach vorne zu gehen, aus Beziehungen rauszukommen, ja, Menschen hinter uns zu lassen, uns wieder in Gesundheit zu wägen, wieder in das Glauben zu kommen. Angst ist diese Seite in uns, die wir nicht wahrhaben wollen. Ja, die uns Sachen aufzeigt oder aufsehen lassen möchte, die real nicht existieren. Aber aus Furcht, dass es passieren könnte, agieren wir aus Angst und ziehen uns zurück. Okay, hast du das verstanden? Also es ist wichtig, dass du nicht oberflächlich bleibst, sondern dass du ein klarer See der Ruhe in dir trägst. Dass du wirklich auch unruhige Menschen, ja, chaotische Menschen, toxische Menschen aus deinem Leben rausholst. Dass du Gefühle, die dich verunsichern, Glaubensmuster, Denkmuster, Verhaltensmuster, die dich irre machen, rausholst aus deinem Leben. Es ist wichtig, dass du in den inneren Frieden bleibst, dass du Positivität ausstrahlst. Alena, ich bin aber gerade sehr krank. Ich bin in einer narzisstischen Beziehung, ich bin in einer toxischen Beziehung, ja, ich bin gesundheitlich sehr angekratzt, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie, mein Mann hat mich betrogen, ich stehe mit 3 Kindern alleine da, was auch immer der Grund ist. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es liegt an dir, wie viel Spielraum du es gibst. Alles in deinem Leben liegt an dir. Okay, gebe jetzt nicht auf, glaube an das Wunder des Lebens, glaube an dich, habe Mut und schreite nach vorne, suche dir Hilfe. Ja, geht in die Meditation, Leute. Es gibt viele Leute, die wirklich schon einen hohen Glauben haben, die sehr spirituell sind, die sehr gotteswürdig sind, ja, die wirklich ihre eigenen Ideen haben. Es gibt hier Menschen, die spirituell sind, die unter medialen Fähigkeiten wachsen, die auch teilweise im Tarot sind hier, die auch wirklich in Heilberufen sind. Menschen, die einfach nur sehr warmherzig und liebevoll sind, die habe ich hier auch. Schreitet weiter nach vorne. Geht alle in die Meditation, die ihr könnt. Meditieren ist anfangs schwer. Ja, aber Meditieren wird euch helfen, klarer zu sehen. Wichtig ist es hier, loszulassen von das, was dich beschäftigt. Loszulassen, ja, was dir Schlechtes tut. Du musst Erzengel Michael immer und dann, wenn du es willst, wenn du dich befreien willst, musst du Erzengel Michael um seinen Segen bitten. Ich bitte Erzengel Michael, mich zu segnen. Ich bitte Erzengel Michael mit seiner heilender und schützender blauen Energie, alle negativen Schnüren, Gedankenmuster und Fremdenergien auch in mir zu trennen, damit ich fortwachsen kann aus vergangenen Leben und aus diesem Leben. Ich bitte Erzengel Michael, mir Kraft und Liebe zu geben, mich mit Kraft und Liebe und Zuversicht zu erfüllen, dass ich die Fähigkeiten habe, alle Probleme zu bewältigen, dass Erzengel Michael mit seinem großen blauen Lichtschwert alle emotionalen Fesseln durchtrennt, die mich gefangen halten, mit anderen Menschen und mit mir selber, mit Situationen und mit Erinnerungen aus der Vergangenheit. Ich bitte Erzengel Michael, mir wirklich Kraft, Mut, Liebe zu schenken, damit ich reifen kann und wachen kann und mich befreien kann. Lasse los. Egal, worum es hier geht in deinem Leben, es ist der Aufruf des Schicksals loszulassen. Du wirst es schaffen. Es kostet dich Zeit, es kostet dich Mut, es kostet dich Kraft. Bitte denk dran, schreib mich auch weiterhin für private Legungen an. Ja, ich sage diesen Aufruf jetzt extra nochmal. Ich weiß, dass du mich zuhörst und ich weiß, dass du wirklich öfters mit dem Gedanken gespielt hast, mich anzuschreiben. Ja, einige von euch, die ich jetzt direkt anspreche, die wissen, wen ich meine. Habe keine Angst. Schreite frohen Mutes nach vorne. Das Tarot kann dir nur eine Hilfestellung sein, was du ändern musst, was du verändern musst, ja, was dich beglückend nach vorne bringt. Habe keine Furcht, alleine anzuschreiben per WhatsApp. Ich helfe dir gerne. Okay, das ist meine Berufung, das ist meine Gabe, das ist mein Ziel, das ist das, was ich von Gott mitbekommen habe als kleines Mädchen. Deswegen lege ich so viel Wert drauf auf meine Gene. Deswegen lege ich so viel Wert darauf, dass ich immer wieder sage, ich bin Ausländer, ich bin Zigeuner und ich bin stolz darauf. Und ich lege immer wieder Wert darauf zu sagen, ich bin keine popelige Kartenlegerin. Alle, die mich als popelige Kartenlegerin definieren, habt ihr ein Riesenproblem, weil das bin ich nicht. Und alle, die mich schon kennengelernt haben und alle, die eine gute Intuition haben und alle, die ein Gespür haben, wissen genau, wer ich bin und was ich bin und was ich mache. Okay? Deswegen habe keine Angst, nach vorne zu schreiten. Die Gelegenheit ist da und die Gelegenheit wird auch kommen, dass du dich mit mir in Verbindung setzen wirst, dass du wirklich dein Leben sortieren wirst, aber du musst es machen. Du darfst nicht weiter abhängig sein von einem Menschen, der dir Schaden zufügt. Du darfst nicht weiter Untreue genehmigen. Du darfst nicht weiter in einer toxischen Ehe sein, wo du weißt, dass dein Mann eine Geliebte hat, dass dein Mann eine Dreiecksbeziehung führt, ja? Dass dein Mann dich schlecht behandelt. Du darfst nicht nach Liebe mendigieren. Kein Mensch hat es nötig, nach Liebe zu mendigieren. Ja, ihr müsst selber eigenständige Charakter sein. Es gibt genügend Männer, die malträtiert werden. Es gibt genügend Männer, die in emotionalen Abhängigkeiten geraten. Ja, es gibt genügend Männer, die von ihren Frauen misshandelt werden, Leute. Bedenkt mal, wenn du mich als Mann zuhörst, ja, oder mich hörst, es ist wichtig und du in der Situation bist, hole dir Hilfe.
Allein, es ist nicht einfach, doch, es ist einfach. Du musst es nur wollen. Es steht und fällt alles mit deiner Entscheidung. Egal, ob du ein Mann bist, aber ich habe viele Männer in meinem Kundenkreis, ja, die auch Schwierigkeiten haben. Männer, die auch von ihren Frauen betrogen werden. Männer, die wirklich auch geschlagen werden. Männer, die runtergeputzt werden. Männer, die als Schwamm in einer Ehe sind, in einer Beziehung sind, die keine Selbstachtung mehr haben. Leute, schreitet nach vorne. Nichts ist so heiß, wie es gekocht wird. Nichts ist so schlimm, als ob du nicht da rauskommen würdest. Du musst dich nur trauen. Du musst den Mut haben. Du musst Vertrauen haben. Du musst Bereitschaft haben. Okay, ihr braucht keine Angst zu haben. Keiner hat das Recht, jemand anderen so runterzuputzen. Heute in einem Jahr wirst du den Mut haben, dich zu befreien. Bis in einem Jahr, ab heute gesehen, bis in einem Jahr wird sich deine ganze Situation lösen können. Entweder triffst du eine Entscheidung der Befreiung und schreitest frohen Mutes nach vorne, bittest um Hilfe, knöpfst dich mit deiner heiligen Energie an, okay, und du schaffst es, dich zu befreien, um glücklich zu sein. Oder du machst den Schritt, wie du weitermachst, bleibst weiter in dieser Krise, bleibst weiter in diesem Nervenzusammenbruch, bleibst weiter in dieser Abhängigkeit, in dieser Gefangenschaft und du wirst niemals erfolgreich im Geld sein, niemals deine Gesundheit wiederherstellen, keine dauerhafte Beziehung haben, auch im Job nicht. Du wirst also dein Leben komplett in die Nesseln setzen, wenn du nicht jetzt eine Entscheidung triffst. Also du hast die freie Wahl. Okay, das Tarot an dem heutigen Tage sagt dir, es liegt ganz alleine an dir, welchen Weg du gehen möchtest. Das Schicksal hat für dich bestimmt, dass du frei sein kannst, dass du glücklich sein kannst, dass du dem Leben die Farbe geben kannst, die du möchtest. Mit dem Partner, mit dem Haus, mit dem Land, mit was immer du möchtest. In Ruhe und Gelassenheit. Mit göttlicher Führung, ja, und deiner Willensstärke gibt es nichts, was du befürchten möchtest. Denk an die Gedanken, die du hast, ja, spielen einen großen Einfluss. Denkst du negativ, kriegst du alles negativ. Denkst du positiv, wird dein Weg einfacher und du kommst in die Ruhe und du wirst wirklich positive Sachen erreichen. Gott ist in deinem Leben. Allah ist in deinem Leben. Die Glaubensrichtung, die du hast, ja, der Schutz ist in deinem Leben. Die Zeichen sind da. Erkenne die Zeichen. Werde aktiv. Werde dir bewusst dessen, was du machen musst. Habe Mut. Scheue dich nicht. Ja, und wenn du 5 Kinder hast und dich trennen musst, es gibt genügend Hilfe. Ja, wenn du in einer schweren Depression bist und du kriegst eine Hand, die dich nährt, ja, die dir raushilft, greife diese Hand. Habe keine Angst, glaube und vertraue auf dich und auf Gottes Plan. Auch wenn die Sachen verspätet kommen, es wird kommen. Alles kommt so, wie es kommen muss, immer und dann, wenn du die richtige Entscheidung triffst. Aber es wird definitiv passieren. Also entscheide richtig. Ja, wie mein Mann immer sagt, wenn du die Möglichkeit hast zu entscheiden, es nimmt dich die gleiche Zeit in Anspruch, richtig zu entscheiden, die Sachen von Anfang an richtig zu machen oder die falsche Entscheidung zu treffen und wirklich nachher entweder am Boden zu liegen oder nochmal den ganzen Weg zurückzukehren und nochmal von vorne anzufangen. Entscheide du. Gib dem Leben die Farbe, die dich glücklich macht. Okay, diese Nachricht, die heute für dich ist, heißt, kämpfe, kehre zurück in den Glauben, glaube weiterhin an das Positive, glaube an dich, habe die Kraft, habe den Mut, dich zu öffnen, um Hilfe zu bitten, aber in erster Linie hier drin ist deine göttliche Kraft. Schreite nach vorne, habe keine Angst, ja. Das Leben ist so wertvoll zu leben. Das Leben hat so viele tolle Sachen. Die Liebe ist so wertvoll, sie zu leben. Also es liegt ganz allein an dir, wie lange du in diesem Problem bist. Es liegt ganz allein an dir, welche Lösung du findest. Es liegt ganz allein an dir, wen du verantwortlich machst. Und wenn du jemanden verantwortlich machen musst für deine Fehler, für deine Entscheidungen, für dein ganzes Handeln, für deine Miseren, bist allein du daran schuld. Du alleine musst dir den Schuh anziehen, zu sagen, ich habe mich alleine dahin manövriert, weil ich falsche Entscheidungen getroffen habe, weil ich habe mich verleiten lassen, weil ich einfach nicht mutig und stark genug war. Geh in die Ruhe, geh in die Erkenntnis, geh in die Geduld, geh in die Liebe und geh in den Mut, nach vorne zu schreiten und dein Leben positiv zu bereichern. Wow, ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt, danke für eure Likes, danke, dass ihr meinen Kanal teilt, danke, dass ihr wirklich Alaina Tarot, wie gesagt, zu dem gemacht habt, was es heute ist und denkt dran, Leute, ja, meine Videos haben kein Verfallsdatum. Immer und dann, wenn deine Intuition dich zu meinen Videos führt, zu meinem Kanal führt, zu meinem WhatsApp führt, um eine private Liebe mit mir zu vereinbaren, ist genau der richtige Moment gekommen, damit du die Nachricht erhältst, die für dich wichtig ist und die du wirklich hören musst, ja. Ich danke dir, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns morgen wieder, bye.